Wobei flüssiges Gestein wäre Magma, dann könnte ich einen Lava-Burggraben bauen. Vermutlich eher weniger. In Dwarf Fortress ging ja das. Mecker, mecker. Ein Kolonist untätig, WTF. Hol verdammt nochmal Stein. Preis von Anagold, ist mir egal, hol was anderes. Kann nie ein Transport sein. Och, Kessa. Arbeit, Kessa. Oh, ich gebe ja aber neue Forschung. Bitte Schmieden. Forschung. Jo, wird geforscht. Der Tisch ist fertig. Oh, 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 oh. Dich abreißen. Der sieht so unfertig aus. Und vielleicht noch eine Lampe. Ich weiß, ich werde es wahrscheinlich nicht brauchen. Weil die Lichtlevel ausreichen oder whatever, aber ich finde es stimmungsvoller, bei so einem großen Raum mehr Lampen zu nutzen. Britzel. Oh, die Tratschen, sehr schön. Wie kommst du jetzt mit den anderen klar? Ah, du stehst auf Steven. Wurde von Angie gekränkt, ja, es war klar. Stutenbissig. So, wie geht's deinem Arm ein? Ich habe jetzt schon länger nicht hingeguckt. Oh, dein Arm hat anscheinend überlebt. Das ist sehr gut. Aber dafür kriegst du kein Essen. Jetzt darfst du wieder rekrutiert werden. Und Aufseher. Genau, beim Aufseher war ein wichtiger Kommentar, dass die Sachen hier nicht ganz so arbeiten, wie ich das. Naja, ich weiß eigentlich, wie die Arbeitsverteilung funktioniert. Also, dass sie halt von links nach rechts gucken, was am höchsten ist. Also jetzt zum Beispiel bei den Einsern. Er guckt erstmal alles durch, was für Einsen sind da. Das heißt, bei dem hier hätten wir jetzt 1, 2, 3, 4 Einsen. Und er macht das, was ganz links steht, zuerst. Wenn er die Wahl hat zwischen 4 von den Jobs, von den 4 Einsen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Aufseher mache, macht der Aufseher erst, wenn alle anderen Zahlen, die höher sind als 4, erledigt wurden und die links von ihm stehen. Das heißt, Angie wird so gut wie nie Aufseher machen. Außer hier steht mal jemand untätig. Ja? Kurz vor untätig wäre dann das. Das heißt, die einzige, die Aufseher höher als 4, ist Anna. Und Anna hat sehr viele Sachen auch höher. Das heißt, Aufseher sollte auf jeden Fall ebenfalls auf 1. Damit, wenn mal was ansteht, das auch gemacht wird. Und die Sachen hier sind eigentlich sinnlos, aber gut. Das heißt, sobald sie gleich wach wird, huscht sie hoffentlich los und holt was zu essen. Warte mal. Arbeit. Wie gut seid ihr in Sozial? 6 und 1. Nee. Das Rekrutieren sollte wirklich nur sie machen. Aber der Erste, der wach wird, kriegt von mir einen Rechtsklick Füttern aufgedrückt. Andy. Bist du die Richtige? Nee, Anna macht das Rekrutieren. Okay, Angie, du fütterst bitte die da. Überragende Mahlzeit. Dann spielst du mit dir selber Schach. Und bringst ihm was zu essen. Okay. Was machst du da auf der Solaranlage? Du liegst auf der Solaranlage. Schön warm, hm? Bisschen mollig. Steven holt das andere Zeug ab, super. Und forscht wieder richtig schön schnell voran. Wurde hier eigentlich schon irgendwas eingeschmolzen? Details. Benötigt nichts. Nichts ist wenig. Produziere für immer, zum besten Lager tragen. Anna holt einen Schlagebogen. Gucken, wie viel da rauskommt. Oh. Ha. Steven, willst du nicht mal hier? Wie viel hast du dabei? 10-mal Stahl aus einem Brocken. Und ja, es ist Stahl und kein Bauteil anscheinend. Nee. Also noch eine Stahlquelle. Ich kann jetzt also noch mehr Türme verheizen, weil ich deren Brocken auch wieder einschmelzen kann. Das heißt, ich schicke mir Dingens.
Ich kann auch eine Türme verheizen. Ich bräuchte nur Bauteile. Und Bauteile kann ich nur ertauschen oder abbauen. Stahl. Silber. Oh, warte mal. Danke. Da sind Bauteile. Also sobald ich die Sache halt einmal abgebaut habe, habe ich nur noch über Handel die Möglichkeit, neue Bauteile ranzukommen. Oder abstürzende Raumschiffe. Und ich denke, das war's. Moment mal, kann ich an der Schmiede dann auch Steinwaffen herstellen? Nee, für Steinwaffen gab es extra so ein Feld auf dem Boden, wo man einfache Gegenstände herstellen konnte. Hätte ich vielleicht auch von vornherein mit einem Charakter machen sollen, um deren Schmiedekunst zu erhöhen? Wie heißt das Skill? Schmied, ja. 11? Alter. Okay. Ja, Engie ist unser neuer Construct. Super toll in vielen Dingen. Nur sie könnte sie vielleicht übertünchen, wenn sie dann irgendwann mal mitmacht hier bei der Truppe. Aber irgendwie füttert sie keiner. Entweder das oder sie hat ziemlich viel Hunger. Ohne Tisch gegessen. Ja, hier ist auch alles noch alt und so. Ich glaube, ich mach mal Befehle abbauen. Auch wenn das jetzt vielleicht... Was? Achso. Abreißen. Auch wenn das sie jetzt vielleicht im Schlaf stört. Das muss natürlich auch weg. Und das auch. Auch wenn sie vielleicht im Schlaf stört, in den nächsten Tagen können wir dann wenigstens hier noch einen Tisch reinstellen und ähnliche Sachen. Oder wir tun die Gefangenen zusammen in einen Raum. Probier mal. Ich meine, Gruppenzellen sind ja auch gang und gäbe in regulären Gefängnissen. Also eine Zweierzellen zumindest. Schauen wir mal. Wäre natürlich denn hier ideal, weil eigener Tisch, zwei Stühle, sie haben mehr zu tun den Tag über, als einfach nur hin und her tappern. Schmieden ist fertig. Danke. Dann kommt als nächstes ein Multi-Analysator. Diese verbessert die Forschungsgeschwindigkeit, wenn er neben einem Forschungstisch aufgestellt wird. Ha. Entwässerungspumpe. Erlaubt den Bau einer Entwässerungspumpe, die feuchten Boden langsam trocken legt. Oh, das... Ich muss sofort an die Aquifer oder Aquafire von Dwarf Fortress denken. Also Schichten, die Wasser tragen, sind, wenn man da reinbuddelt, hat man einfach einen Tümpel. Und wenn man von unten reinbuddelt, dann flutet die ganze Festung und du bist tot. Aber es gibt hier ja keine mehreren Ebenen, was ich sehr schade finde. Das muss ich unbedingt noch einfügen. Ich habe nur momentan keinen wirklich feuchten Boden, oder? Ist mir bisher jedenfalls noch nicht aufgefallen in den 3 Staffeln, die wir jetzt hatten. Also ja, es gab hier unten irgendwo einen Sumpf, wo sie Party gemacht haben. Da. Aber warum soll ich das trockenlegen? Naja, schön, wenn man es kann, falls man mal auf einer Karte ist mit mehr davon. Aber ich denke für mich jetzt hier uninteressant. Die Geothermalenergie anscheinend eher was für mich, ja? Oder Krankenbetten. Ich habe nicht so wirklich Probleme mit Strom, ne? Nö, das kann ich einfach durch pure Masse einfach auch erhöhen, indem ich einfach noch hier überall Solarpanels hinhau. Nee, dann gehe ich lieber auf die Krankenbetten. So, weiter. Tessa ist fleißig am Forschen. Und man sieht jetzt schon optisch auch Fortschritte. Also selbst die höherstufigen Forschungssachen sind einigermaßen gut machbar mit ihr. Das sind doch schon mal sehr gute Nachrichten. Der Rest ist irgendwie weg. Mein Essen. Jagen. Alles an kleinen Viehzeug jagen. Anna ist unser Koch, sie ist aber auch Aufseherin und Ärztin.
Warum kocht sie dann nicht mehr? Wahrscheinlich, weil wir nicht genug verschiedene Zutaten haben. Anna baut Silberader ab. WTF. Bergarbeiter 2. Warum? Keine Materialien. Du hast doch Meister und Kartoffeln. Also du brauchst drei verschiedene Sachen. Okay. Leckere Mahlzeit. Kochen. Go, go, go. Nicht, dass gleich einer anfängt zu hungern. So, und der Rest geht bitte jagen. Alles, was Hufen, Klauen oder keine Finger hat. Aber bei Affen haben auch Finger. Alles, was keine funktionierenden, ordentlichen, gegenübergestellten Daumen hat. Auch Affen, ne? Tötet alles, was nicht menschlich ist. Wir sind absolut xenophob. Wobei xenophob auch Rassen sind, ne? Es gibt unterschiedliche Menschenrassen. Gigi, einfach Fleisch holen. Komm. Okay. Du jagen. Dich jagen. Hört nur entfernte Schüsse. Warum hat Engie nur das Repetiergewehr? Wer hat... Du hast keine Waffe. Du hast keine Waffe. Du hast das Plasmagewehr. So, wir hausten Raketenwerfer. Dum, dum, dum. Kann ich hier irgendwo sehen, wo meine Waffen sind? Drogen. Fraktion, Weltgeschichte, Menü, nein. Habe ich den auf dem Boden irgendwo fallen lassen? Ich will mal einen dreifach Raketenwerfer, verdammt. Okay, warte. Outfits verwalten. Soldier, da kann ich keine Waffen festlegen. Nee. Die Schränke sind automatisch so eingestellt, dass Waffen eingelagert werden. Das heißt, die Waffe ist nicht mehr da. Habe ich die aus Versehen irgendwann verkauft oder wurde die geklaut? Oh, vielleicht ist das so eine Einmalsache. Das könnte natürlich sein. Und ich habe die das letzte Mal einfach so verballert. Das ist natürlich schade. Ja. Also wenn wir nochmal einen dreifachen Raketenwerfer sehen, dann lohnt er sich... Naja, für einen Notfall. Wenn so ein Käfernest mal auftaucht, dann will man dreifach Raketenwerfer haben, um seine eigene Basis wegzusprengen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Oder ist die einfachste und sinnvollste Erklärung. Schade. So, könnte man bitte irgendjemand, genau, rekrutieren. 8,4% Chance. Warum ist denn? Du bist nackt. Okay, das ist ein Argument. Anna. Kampfmodus. Geh im Kampfmodus da rein und mach dich nackig. So. Dann gehst du im Kampfmodus nackig da rein. Und ziehst dich an. Anna. Anna, könnt. Danke, Anna. So, wer ist ja jetzt ein bisschen eher bereit, das zu machen? Und Tai. Wie heißt du nochmal? Tail, genau, Schwanz. Du. Wie transferiere ich dich jetzt nach drüben? Nein, nicht nackig machen. Das Bett wahrscheinlich abreißen.
Reiß ja mal das Bett unterm Boden weg. Wobei, macht das erst, wenn abbrechen ist. Wenn sie wach ist. Wollen sie ja nicht grumpig haben, wollen sie rekrutieren, ne? Und kaum unter Kleidung ist er auch schon dabei. Sehr schön. Willkommen in der Kolonie Coffee. Arbeit. Worin warst du gut? Das soll ich mir vielleicht vorangucken. Coffee war für Tiere und Handwerk gut und sonst ist er einfach nur ein Schießerling. Kann nicht so wirklich viel anderes. Das kann aber trotzdem machen. Schalter auf jeden Fall. Jäger, ja. Handwerk war noch gut? Nee. Kannst mal einen Trägerling machen und Reiniger. Irgendwo drin warst du doch gut. Ich will jetzt nicht schon wieder umgucken. Ich finde das raus. Oder auch nicht. Du, Charakter, Handwerk. Achso, du bist noch nicht besonders gut drin, aber du hast zwei Flammen. Darfst aber keine geistige oder künstlerische Arbeit machen. Ich denke, das widerspricht sich dann. Huh? Schneider ist Handwerk. Schmied ist ebenfalls Handwerk. Und Handwerk wird Handwerk sein. Oh, dann mach mal. Und Arbeitszeiten kriegst du dieselben wie alle anderen auch. Damit ihr hoffentlich schön viel Zeit miteinander verbringt, euch alle mögt und ne, eine richtig schöne Kolonie hier machen. Und du stellst jetzt erstmal ganz viel Schund her, um deinen Skill hochzubekommen. Das ist völlig okay. So, das gleiche jetzt bitte noch bei Tail. Die hat ja schon Sachen an. Bitte sag mir, dass du Sachen an hast. Ja. Okay. Noch mehr entfernte Schüsse in der Entfernung. Hier, die ganzen Wildschweine kannst du alle mal jagen. Wildschweinbraten. Nom, nom, nom. So, neuer Rekrut kann weg. Und weiterlaufen lassen. So, und du sollst natürlich auch gleich ein Gewehr in die Hand nehmen. Wenn du schon einer unserer Kämpfer bist. Und was Beschränkung angeht, nee, was Zuweisung angeht, du kriegst Soldier Outfit. Nur haben wir da nichts. Das heißt, wenn die nächste Handelskarawane kommt, versuchen wir noch eine Panzerweste zu bekommen. Beziehungsweise zwei, damit die andere Steven nicht so nervt, weil sie irgendwie drückt. Ja. Ach, du hast schon eine. Die ebenfalls schlecht ist, oder du hast Steven seine geklaut. Steven? Nö, deine ist noch schlechter. Okay. Sind also beide doof. Retten aber trotzdem Leben, Jungs. Das ist wichtig. Leben ist wichtig. Ein Tier, das nahe dran ist und noch nicht tot. Zack. Oh, läufst du eigentlich gerade? Bauteile? Ach, hier unten war das Ding, richtig. Und ich sehe gerade Schlacke. Da zoome ich mal ganz raus und doppelklick nochmal. Dann sehe ich nämlich gleich noch mehr Schlacke-Teile. Alles wegtragen. Ja, sonst ist hier nichts an Schlacke. Okay, weitermachen. Piu, 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 piu.